Dino Stecher. Jetzt haben wir heute zum ersten Mal seit langem wieder gegen Rheinfelden gewonnen im Derby. Was war ausschlaggebend heute für diesen Sieg? Ja, ich glaube, der wichtigste Punkt war natürlich unser Powerplay, das wir von diesen 5 Goal 4 in Überzahl gemacht haben. Ist das Resultat vom Training, das ihr jetzt neu durchzieht? Oder was könnte der Grund sein? Also wir haben natürlich das auch trainiert, das ist ganz klar. Im Moment läuft es, sie fallen rein. Da dürfen wir nicht zu viel überlegen, sondern wahrscheinlich alles richtig gemacht im Moment. Heute hat viel geklappt. Hat etwas nicht geklappt heute? Nein, ich glaube, heute hat wirklich ist noch geplant gelaufen, alles zusammen. Jetzt gehen wir natürlich mit einem grossen Selbstbewusstsein ins nächste Spiel rein. Ist da vielleicht die Gefahr, dass man mit zu einem zu guten Gefühl ins nächste Spiel geht? Wie geht ihr mit dem um? Gut, das habe ich schon angesprochen. Ich meine, es ist eine Meisterschaft, die läuft. Und es ist wunderbar, jetzt so einen Sieg einzufahren. Aber in einer Meisterschaft, in einer laufenden, ist nach dem Spiel, ist dann eigentlich wieder vor dem Spiel. Und laufen, die Spieler wissen, was sie da wieder erwartet. Und ist ein neues Spiel. Und alles, was wir heute gemacht haben, einfach das Gute mitnehmen, das gute Gefühl mitnehmen. Und das ist's. Gut, vielen Dank und viel Erfolg im nächsten Spiel. Danke.